So, damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt. Wir spielen, wie man hier schon sieht, Böse Nachbarn. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Spiel kennt. Es geht im Prinzip darum, dass dieser Werteherr hier, Woody, den wir auch spielen, diesen Wertenherren hier, Streiche spielt. Ja, also ganz so gemein wie ihr wird's dann doch nicht. Man will ihn ja nicht umbringen, weil dann kann man ja keine Streiche mehr spielen. Aber es geht schon ganz nett zur Sache. So, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Einführung. Die ersten Schritte. Tipp, passen Sie gut auf, was der Regisseur zu erzählen hat, danach ist alles gleich viel leichter. Ja, man sieht hier, das Ganze ist hier aufgezogen wie eine TV-Show. Reality-TV, wie man sieht. Hust. Ja, also. Aller Anfang ist schwer. Wenn Sie das Handbuch schon komplett durchgearbeitet haben, können Sie jetzt noch ein wenig auf dem Trockenen üben. Hier können Sie ausprobieren, wie Sie Woody Kommandos geben, wie Sie ihn durch Türen gehen und Stockwerke wechseln lassen. Versuchen Sie zuerst diese Einführung, bevor Sie sich Hals über Kopf in die erste Folge stürzen. Ja, dann machen wir das doch eben. So. Jugut TV präsentiert Böse Nachbarn in die ersten Schritte. Willkommen bei der Böse Nachbarn Show. Ich bin Joe, der Regisseur dieser Sendung. In den folgenden drei Einführungsfolgen werden Sie lernen, wie Sie mit Woody, dem Helden der Show, dem Nachbarn böse Streiche spielen können. Sie können Woody mit der Maus Befehle erteilen. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Stelle bzw. das Objekt, zu dem Woody gehen soll. Wenn Sie nun die linke Maustaste bestätigen, Linksklick, dann führt Woody die Aktion aus, die textlich in der Statuszeile angezeigt wird. Schicken Sie Woody jetzt bitte zum ersten Zielpunkt. Das ist die grüne Bodenmarkierung links von ihm. Ja, wie man sieht, ist das hier alles für Zweijährige und Vorstände erklärt. Wunderbar. Um zum nächsten Zielpunkt zu gelangen, müssen Sie Woody durch die inzwischen unverschlossene Tür in den Raum A gehen lassen. Klicken Sie dazu bitte mit der linken Maustaste in die entsprechende Tür. Sehr gut. Auf Ihrem Bildschirm können Sie mal nur einen Ausschnitt des Hauses sehen. Sie können diesen mit der Maus oder den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur verschieben. Diese Aktion wird auch Scrollen genannt. Scrollen Sie doch gleich mal nach links und schicken Sie Woody zum zweiten Zielpunkt. Türen an der Hinterwand verbinden immer Stockwerke, wobei zusammengehörige Türen direkt übereinander liegen. Um Woody nun zum dritten Zielpunkt zu schicken, können Sie entweder auf die Tür an der Hinterwand und dann auf den Zielpunkt klicken, oder Sie können direkt auf den Zielpunkt im Raum C links klicken. So. Kommt der Werteherr auch schon? Bravo, Sie haben die grundlegenden Elemente der Steuerung Woodys gelernt. Sie können zu Objekten, durch Türen und in andere Räume gehen. Lassen Sie Woody jetzt bitte durch die Eingangstür aus dem Haus gehen, um diese erste Einführungsfolge zu beenden. Okay, dann machen wir das doch. Spitze! Ein Streich, Einschaltquote 100%. Okay. Gut, die anderen zwei Tutorials schieben wir auch noch gleich hinterher, weil das jetzt so schnell geht. Es geht voran. Tipp, Woody darf sich vom Nachbarn unter keinen Umständen erwischen lassen. Ja, das ist kontraproduktiv. Weiter geht's. Jetzt, wo Sie die grundlegende Bedienung kennen, können Sie sich den Feinheiten widmen. Was sind Objekte? Wie kann man sie finden? Wie platziert man einen Streich? Und auch der Nachbar kommt jetzt endlich ins Spiel. Spielen Sie den zweiten Streich, sehen Sie, wie er sich ärgert, und der zweite folgt zugleich. Ja, Max und Moritz, Zitat for the win. Jugut TV Visions present Böse Nachbarn in Es geht voran. Hallo, hier ist Joe. Ich werde Ihnen diesmal einige Aktionsmöglichkeiten Woodys zeigen. Sie können Woody in jeder Folge wichtige Objekte betrachten lassen, indem Sie den Mauszeiger auf das Objekt bewegen und die linke Maustaste drücken. Probieren Sie das gleiche mal bei der Pflanze aus. Gut, in den Schubladen... Die Pflanze riecht gut. In den Schubladen, Kommoden und anderen Möbelstücken sind oft nützliche Gegenstände versteckt. Alle gefundenen Objekte werden automatisch in das Inventar am unteren Bildschirmrand gelegt. Hier. Links klicken Sie jetzt bitte auf die Kommode, damit Woody sie öffnet und nachschauen kann, ob etwas darin verborgen ist. Murmeln und Filzstift. Ausgezeichnet, Woody hat etwas gefunden. Um diese neu entdeckten Objekte im Inventar genauer zu betrachten, bleiben Sie einfach mit dem Mauszeiger einige Zeit über dem Objekt stehen. Das haben wir schon gemacht. Mit Gegenständen aus dem Inventar können Sie andere Objekte beeinflussen. Links klicken Sie bitte auf den Filzstift, der dadurch hervorgehoben dargestellt wird, und benutzen Sie diesen,
diesen mit dem Bild im Raum am Obergeschoss, indem sie nochmals auf das Bild klickt. So und so. Dann latscht wurde der jetzt in aller Seelenruhe hin. Das ist übrigens die Mutter vom Nachbarn. Wollte ich nur mal anmerken. So, Leiste geht fort und zack. Wunderbar, ein Fortschrittsbalken über Woodys Kopf zeigt ihm die Dauer einer Aktion an. Wenn sie Woody während einer solchen Aktion eine andere Anweisung geben, wird die Aktion abgebrochen und somit nicht abgeschlossen. Wow, genius, Captain Obvious. Lassen Sie Woody wieder zurück ins Unterschoss gehen, damit der Nachbar losmarschiert. So. Zack. Fein, der Nachbar ist nun unterwegs. Auf dem Weg zur Tafel wird er das bemalte Bild bemerken und sich darüber ärgern. Wenn sich der Nachbar ärgert, bekommt Woody Punkte zu seiner Quote dazu, rechts unten. Achten Sie auch auf das Bild des Nachbarn links unten. Wenn er in eine Falle tappt, steigt sein Ärgerbalken. Moment, wo war ich jetzt? Der danach langsam wieder absinkt. Wenn der Nachbar in eine weitere Falle tappt, bevor dieser Balken komplett abgesunken ist, bekommt Woody zusätzlich einen Bonus. Lassen Sie Woody jetzt bitte die Murmeln auf den Boden in Raum B legen. Aber passen Sie auf, dass Sie der Nachbar dabei nicht erwischt, sonst müssen Sie diesen Teil der Einführung wiederholen. Gut, dann wollen wir mal eben die Murmeln hier hinlegen. Zack und tschüss. Bravo, jetzt lassen Sie Woody bitte wieder zurück in Raum C im Unterschoss gehen, aber beeilen Sie sich. Na, schade. Sehr schön, ein kleiner Tipp, achten Sie immer auf die Gedankenblase des Nachbarn, um zu wissen, wohin er gehen und mit welchen Objekten er etwas anstellen möchte. Diese Gegenstände eignen sich oft gut für Streiche. Genießen Sie ihn, wenn der Nachbar auf den Moment ausrutscht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was man da jetzt zuletzt gesehen hat, war der Supersauerbalken. Das ist das hier unten, ne? Ja, das kommt immer, wenn man einen weiteren Streich erledigt, während in dieser Ärgerleiste noch was drin ist. So, zweites Tutorial und das dritte folgt zugleich. Jetzt geht's los. Zum Abschluss der Einführung bietet Ihnen Joe noch einen kleinen Ausblick auf spätere Folgen. Wie kommt man an Haustieren vorbei? Wie kann man sich verstecken? Das lernen Sie alles hier. Auch wenn Sie nach diesem letzten Teil der Einführung fast alles wissen sollten, ein Blick ins Handbuch kann nie schaden. Nein, kann er nicht, aber ich werde es trotzdem nicht machen. Tipp, wenn Sie die rechte statt der linken Maustaste verwenden, schleicht Woody beim Gehen. Ja, aber das hätte uns Joe eh gleich erklärt. So, Jovo TV präsentiert Böse Nachbarn in Jetzt geht's los! Hallo, im letzten Teil der Einführung lernen Sie ein paar vielfältigere Möglichkeiten, Woodys kennen. In späteren Folgen kommen auch Haustiere des Nachbarn ins Spiel. Wie Sie gerade sehen können, kommt der Nachbar gelaufen, wenn ein Haustier Alarm schlägt. Aber er regt sich dann leider nicht auf. Er schimpft dann nur mit, aber er regt sich dann nicht auf. Das ist somit nur ein halbes Aufregen, kein richtiges. Um zu vermeiden, dass ein Haustier Alarm schlägt, müssen Sie Woody an dem Tier vorbeischleichen lassen. Dazu müssen Sie statt der linken die rechte Maustaste für Aktion verwenden. Ein Rechtsklick auf den Boden, auf eine Tür oder ein Objekt bewirkt, dass Woody dorthin schleicht. Dort kann er allerlei anstellen, ohne dass das Haustier Alarm schlägt. Lassen Sie Woody bitte zuerst einmal die Murmeln aus der Kommode holen, um das auszuprobieren. Nun lassen Sie Woody diese auf dem Boden in Raum B im Obergeschoss legen. Doch anstatt die linke Maustaste für diesen Befehl zu verwenden, drücken Sie bitte die rechte Maustaste, damit Woody schleicht. So. Jetzt kommt die Beschleunigung. Hier gehen wir noch normal hoch. Und jetzt wird geschlichen. Wie man sieht, ist Woody nämlich ziemlich langsam, wenn er schleicht. Was auch in einigen Folgen sehr gefährlich werden kann, weil das dann zeitlich scheißknapp wird. Ausgezeichnet, jetzt lassen Sie Woody mit einem Rechtsklick zurück ins Untergeschoss schleichen. Da der Nachbar in Kürze durch Raum C gehen wird, sollte sich Woody im Schrank verstecken. Solange sich Woody im Schrank oder unter dem Bett verbirgt, können der Nachbar und die Haustiere Woody nicht sehen. Er ist also in Sicherheit. Links klicken Sie nur auf den Schrank, damit Woody sich darin versteckt. So, Glückwunsch, der Nachbar wird Sie nicht bemerken und gleich auf den Murmeln ausrutschen. Damit haben Sie alles gelernt, was nötig ist, um es mit dem bösen Nachbarn heimzuzahlen. Somit kann die böse Nachbarn-Show beginnen. So, Nachbar, du marschierst jetzt da noch aller Seelenruhe nach oben. Und Batz. Ha, ha, ha. So. Auch abgeschlossen. Batram. Spitze. Ein Streich, Einschaltquote 100%. Okay. Gut, das waren die Einführungen. Damit soll es das für dieses Mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go.